Ja, hallo wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal, wie man an einer Kappsäge, in dem Fall an der Bosch GCM 8 SJL, das Sägeblatt wechselt. Die neuen Sägen haben hier statt eines normalen Schraubflansches bereits diese Schnellwechselmuttern, wie man sie auch von einer kleinen Flex oder sowas her kennt, integriert. Meines Erachtens macht das wenig Sinn, weil genauso schnell kann ich diese Schraubverbindung hier lösen. Und zwar braucht man dazu nur einen Imbusschlüssel, der ist meistens an den Sägen direkt irgendwo verstaut, so auch hier. Den nehme ich mir also, passe den hier einfach mal ein. Und dann muss ich hier auf der Rückseite, da ist ein kleiner Knopf, den drückt man rein. Der arretiert das Sägeblatt. Und jetzt drehe ich hier im Uhrzeigersinn die Schraube los. Auch dann nicht mehr die Arretierung festhalten, nehme die Schraube raus, nehme die Sicherungshalterung und das Sägeblatt ist schon frei. Um das Sägeblatt nun entnehmen zu können, muss ich hier einmal den Sicherheitsknopf drücken. Dann kann ich hier die Blende zurückschieben, halte die mit einer Hand fest und dann nehme das Sägeblatt mit der anderen Hand. Das war schon alles. So, jetzt gucken wir uns hier diese Aufnahmen mal an. Ich mache das hier einmal weg. Wir sehen, hier ist eigentlich kaum oder kein Harz etc. oder Verunreinigungen drauf. Manchmal ist es so, dass sich hier irgendwie ein kleines Sandkörnchen oder sonstiges drauf befindet, das muss unbedingt runter. Denn auch im Mikromillimeterbereich ist es so, wenn hier eine Erhebung drauf ist, dann kann das Sägeblatt dadurch in Schwingung versetzt werden und dadurch wird euer Schnitt nicht mehr so präzise, wie ihr das eigentlich haben wolltet. Das heißt, wenn ihr hier irgendwas, eine Ablagerung oder sonstiges drauf seht, macht das unbedingt sauber. So, jetzt nehme ich mein Sägeblatt, was ich einspannen wollte. Vorher war ein Multimaterial-Sägeblatt drauf, jetzt nehme ich eins speziell für Holz. Jetzt muss ich natürlich hier wieder den Kasten entriegeln, schiebe den hoch und genauso wie ich das andere Sägeblatt ausgebaut habe, baue ich das andere jetzt hier nur ein. Das sollte nicht passieren. Müsst unbedingt darauf achten, dass ihr hier den Innenkranz wirklich sauber anliegen habt. Bei der Geschichte kann man nichts falsch machen. So, jetzt drehe ich die Sicherungsschraube wieder ein. Hierbei müssen wir dran denken, dass wir jetzt links herum drehen müssen, das heißt gegen den Uhrzeigersinn, sonst drehen wir uns hier tot. So, drücke hinten nochmal den Arretierungshebel, dass das Sägeblatt feststeht. Und ziehe nochmal mit dem Imbusschlüssel nach. Und schon ist das Sägeblatt gewechselt. Schlüssel wieder verstauen. So, was man bei der Gelegenheit immer gleich machen kann, ist, ihr seht hier auf dem Sägeblatt, kann man es sehen, einiges an Ablagerungen. Das sind Harze und andere Stoffe, die sich so aus dem Holz gelöst haben, die verkleben hier die einzelnen Zähne. Das ist natürlich nicht gut, das bremst die ganze Geschichte und macht die Sägezähne unnötig stumpf. Wie man das entfernt, am kostengünstigsten und am schnellsten, zeige ich euch in einem anderen Video. Das Video habe ich euch dann in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, wenn ihr weiter solche praktischen Anwendungstipps sehen möchtet,
Dann lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video online ist und schreibt mir doch eure Meinung einfach mal in die Kommentare. So, dann sage ich erstmal Tschüss. Hoffe, dass ihr euch das Video mit der Reinigung nochmal anseht, weil auch da könnt ihr euch dann vielleicht den einen oder anderen Tipp noch aneignen. Bis dann.